Was ein geiles Brett, die KML Guitars Cabriolet Custom. Die KML Guitars werden exklusiv für uns vom GitArt Heilbronn von Ziggy Braun in Göppingen gebaut. Diese Gitarren sind ausschließlich bei uns erhältlich und werden von Ziggy Braun hier in Deutschland in Handarbeit aus den besten Hölzern und aus der besten Hardware für uns gefertigt und ist Teil quasi unserer Eigenmarke, die wir hier in Heilbronn in unserem Custom Guitar Shop anbieten. Die Hölzer der KML Cabriolus sind hier für den Korpus Erleholz. Der Hals ist aus Ahorn mit einem Pauferro Griffbrett, hier in diesem Fall. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, ein Ebenholz oder ein Palisander Griffbrett zu ordern. Elektrisch haben wir hier zwei Harry Häusl Pickups. Einmal der Häusl Toss in der Stegposition und zum anderen der Vintage Plus in der Halsposition. Geschaltet werden die zwei Tonabnehmer über einen klassischen Fünfwegschalter mit den Zwischenpositionen die Spitzsounds, in der Mitte die Kombination und verwaltet über ein Master Volume und einen Master Ton Regler. Zusätzlich haben wir hier noch unseren geliebten Direct Switch, mit dem wir das Signal direkt auf den Ausgang legen. Kann ich nachher noch kurz demonstrieren, um quasi die Klangregelung und die Schalter Mimik zu umgehen. Das gibt ein bisschen mehr Output und ein paar Höhen dazu. Zusätzlich sollte man erwähnen, dass wir hier ein unterfrästes Floyd Rose System von Schaller, made in Germany, haben. Die Mechaniken sind von Sperzel, das sind Locking Tuners. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Soundbeispiele geben. Ich fange an mit den Clean Sounds, einfach nur kurz die verschiedenen Tonabnehmer durchgeschaltet. Das Ganze dann auch noch mit Vollgas. Das noch kurz zur Demonstration am Schluss, dieses Direct Switch, der sich sehr gut eignet, um in einem Einkanal-Amp quasi direkt zwischen Lead und Rhythmus-Sound umzuschalten, ohne lang wieder suchen zu müssen, wie der Volume-Regler eingeschaltet oder eingestellt werden muss. Rein optisch ist die Gitarre natürlich prädestiniert für alle Sorten von Hard and Heavy. Tonal bringt sie das auch mega genial. Optimal dafür geeignet, was jetzt Floyd Rose und die Ausstattung angeht und die Hölzer. Prinzipiell lassen sich aber auch viele andere Sounds mit der Gitarre verwirklichen durch diese Ausstattung. Auch durch den etwas gemäßigteren Halstonabnehmer hat man nicht ganz so viel High-Gain-Sounds, sondern kann auch noch ein bisschen variieren, sodass ich denke, ja, man kann von Classic Rock bis zum Thrash Metal oder auch noch mehr eigentlich mit der Gitarre alles durch abdecken. Für den, soll ich sagen, den Jazzer ist es wahrscheinlich nicht unbedingt rein optisch schon und auch vom Sound nicht ganz geeignet, aber ansonsten eigentlich sehr universell einsetzbar. Wenn euch die Gitarre gefällt oder ihr Interesse an unserem anderen Programm haben, wie gesagt, wir haben einen Custom Guitar Shop, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook besucht, auf unserer Homepage oder hier auch auf YouTube unseren Kanal abonniert und Kommentare hinterlasst, was euch gefallen hat oder was euch interessiert oder was wir euch sonst noch vielleicht vorstellen sollen.